Willkommen zurück bei Witcher 3. Was ist passiert? Ja, ich habe zwischendurch eine Aufnahme gemacht, aber die war, also bei mir lief, wie gesagt, alles flüssig, aber in der Aufnahme waren nur noch stockende Bilder. Deshalb ist die nicht zu gebrauchen. Ich habe aber auch nicht allzu viel gemacht. Ich habe ein paar Fragezeichen geholt. Und bin zu diesem einen Spion hingegangen. Ich bin, glaube ich, immer noch in dem Dorf. Ich lade das mal. Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik Genau, was bei operating Hendrik war incognito when that war ravaged land. His mission to gather intelligence about Ciri. ich müsste jetzt gleich mal noch mal kurz raustappen und gucken, ob es diesmal in Ordnung läuft. Ob alles, ob es ruckelt, nicht ruckelt. Wenn er fertig geladen hat. Wäre schön, wenn er diesmal nicht ruckelt. Ich weiß nicht, warum das war. Ich habe jetzt mal den Codec geändert. Den Renderer. Und mal schauen. Jetzt ist mehr. Theoretisch ist mehr Auslastung auf der CPU als auf der GPU. Und ich will mal gucken, wie es ihm schmeckt. Okay, im Moment sieht es noch gut aus. Ja. Streamlabs meckert auch noch nicht, also let's go. Ah ja, da ich alles nochmal sagen muss, was ich letztes Mal gesagt habe. Ach, Hendrik, ich war noch gar nicht bei Hendrik. Genau, ich habe alles gemacht, ich war noch nicht direkt bei Hendrik. Ich habe mit dem Typen hier gesprochen, der hat mir erzählt, dass sie, dass halt so Reiter gekommen sind. Man sieht es hier auch. Hier ist alles voller Frost. Die Reiter waren hier und haben nach wahrscheinlich dem Hendrik gesucht, weil die irgendwoher spitz bekommen haben, dass der Informationen hat. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Noch was. Also, ja, genau. Und eigentlich wollte ich mit Pause machen mit der Witcher-Aufnahme, bis mein kaputtes. Mein kaputter Controller ersetzt wurde durch einen neuen Controller, weil der hier einen Wackelkontakt hat und Geralt dann komische Sachen macht, was in großen Städten dann auch zu Ärger führen kann, weil die Wachen dann vielleicht eventuell angreifen, wenn ich da auf einmal aus Versehen, ja, will man ja vielleicht gleich sehen, was da so passiert. So, da liegt jemand, den ich untersuchen kann, aber was haben wir hier? Untersuchen und auf eine Servierplatte. Die war wichtig. Okay, gucken wir mal. Tortured him. Maybe they missed something. Ja, schauen wir mal. Ja, graben wir ihm erstmal in der Hose rum. Need to check his pockets. Aber das wäre sehr offensichtlich, glaube ich. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Jacke wäre auch zu offen. Also wenn Maybe er hit something in his jerkin. Aber ich mach trotzdem alles. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Should check his boots. Blood congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Aber das heißt auch, dass er bis zum Tod durchgehalten hat und das nicht aufgegeben hat, den Schlüssel. Hätte er ja machen können, aus Verzweiflung, keine Ahnung, um sein eigenes Leben zu retten, hat er nicht gemacht. Und der Schlüssel war noch da. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. So, und jetzt wo er aufgeräumt hat,
bin jetzt sehr vorsichtig. Ich schaue nochmal wegen der Aufnahme. Okay. OBS sagt nichts. Und Stream sagt auch nichts. Niemand sagt was. Wunderbar. Weiter geht's. Da sieht's ja benutzen. Ich wollte die Leiter runter. Was haben wir hier? Ein Fläschchen. Lesen. Vermisst Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Okay. Okay. 103 Kronen. Das habe ich gern. Was haben wir hier? A sack of grain, amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Vermisst und gesucht. Betrunkene Schönkampf mit deiner Ex, Vorsicht ist angebracht. Okay. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair. Scar on her face. Avoids contact with others. Das dürfte Ciri sein. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to Baron at Crow's Perch. Kampf mit einer Hexe. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Also, das hätte ihm auch, also da hätte ich mir einfach mal einen anderen Ort zum Verstecken gesucht. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Begib dich zur Burg des Barons. Yay, Level Up, Stufe 5. Hendriks Notizen. Kassenbuch. Zahlung für einen Getreidesack 35 Novigrader Kronen. Rechnung für Holzkohle 24 Novigrader Kronen. Vermisst und gesucht. Ja, das hatten wir ja schon. Das haben wir schon. Haben wir schon. Hat er alles selber vorgelesen. Es kam zum Streit. Okay. Das hatten wir alle schon. Begib dich zur Burg des Barons. Aber erstmal gucken wir. In die Stufe 5. Habe ich denn genug schon in Axi? Habe ich 3. Wunderbar. Mhm.
würde gerne hier weitermachen bei schnellen Präzisionsschlägen. Dazu muss ich das hier leider voll machen. Quests, ja, genau. So. 6 Hexenjagd ist 5. Ja, dann machen wir doch die 5. Extra Aufträge ist 33. Was? Das ist 33, der Typ in der Taverne. Okay. Kommen in so eine Taverne mit Level 4 und kriegen einen Auftrag für Level 33. Wo muss ich denn da hin? Oh. Okay. Das ist ein ganz schönes Stück. Aber dann gehe ich jetzt mal hier hin und dann dahin und dann hier runter. Jetzt wenigstens aufgehört zu reden. So rein vom Grab. Was ist denn da los? Ein Gegenlager. Hallo. Okay. Hat mich Hexenficker genannt. Dabei kannte er mich gar nicht und ich habe Gefühle. Also nee, das geht. Fistech. Ja. Langschwert. Was haben wir denn schönes hier in der Truhe? Kohle, Alkohest. Ja. Silbersteiner Schwert. Gucke ich mir gleich an. Aber erst geht's hier rein. Wasserflasche, Pfeffer, joa. Wasserflasche. Leder, Kohle. So alles? Okay. Schauen wir mal, was war denn das für ein schönes Schwert, was wir da gerade gekriegt haben. Silbersteiner Schwert ist nicht so gut wie uns ist. Oh, Stahlwaffe plus 21. Mario. So. So. Alles klärchen. Wo ist meine Markierung? Wo ist meine Markierung? Ist die überhaupt noch auf der Karte zu sehen? Nee. Jetzt wollte ich erstmal hier hin. Weil es da vielleicht eine Schnellreise freizuschalten gibt. Womöglich. Das sind auf jeden Fall Leute. Sehr gut. Ein Händler ist da. Ja. Neue Markierung Schwarzzweig. Okay. Jeden Kaufmann hat er außer
Ich will ja nichts verkaufen jetzt unbedingt. Buying or just perusing? Nix. Achso. So long. Ich hätte mir wenigstens angucken können, was er hat. Buying or just perusing? Show me what you've got on offer. Aha, wusste ich's doch. Erste Karte. Gekauft. Jawohl. So long. So. Matter where the grub's from? Your suit's going cold. Also ich will die Leute ja nicht beklauen, ne? Aber. Come inside. Ich bin schon drin. Margrit. Die hat einen Namen. Okay, dann rede ich mal gleich. Versuch's gleich mal mit der zu reden. Margrit? So, Margrit, kann ich mit dir reden? Nein. Okay, ciao. Da ist noch ein Händler, den würde ich auch nochmal gerne abchecken, ob der vielleicht auch so einen Kartenteil hat. Und ein Schmied ist da auch. Greetings. Salutations! Whither do you come from, and where will you go? Hard to say. Seen a lot of the world and plan to see more. As have I, as do I. Das ist ein gefährlicher Ort. Not the best place for a traveling peddler. Profits lie amidst risk. True, the wars brought strife and hardship, but folk live on, and where there is life, there is trade. Prepared to risk your life for a bit of coin? Coin, my friend, is of little import. Hard as I try, I simply cannot remain still, so I wander and wander the world. I see new places, speak with folk I've never known, it's what I like, and that's worth the risk. Okay, und wie muss er ja Geld verdienen, ne? Take a peek, if you don't mind. Mit den Waren verdient er sein Geld, ja. Ciao. Farewell. We'll meet again. I know this. Aha. So, hier ist ein Schmied. Yeah? Craft special order weapons too? Do politicians murder high class prostitutes? Of course. Wir nur sehen, was du hast. I'll take a look. Maybe pick something. Stufe 6. Aha. Zweite Karte. Und was sind das für Rezepte? Unstein. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Ja, nee. Ja, 9 kommt hier. 9. Gekauft. 4. Bitte. So, jetzt verkaufen wir ihm noch ein bisschen Rotz, weil er hat gerade Geld, sehe ich. Gott sei Dank. Ja, die Wämse brauchen wir nicht mehr. 14, 13, 21, 13. Ich mache das so langsam, weil ich nichts Gutes verkaufen will. Bei den Grauen kann ich mich aber heilen. So, ja. Das war's. Jetzt haben wir mehr Geld als vorher. Immerhin. Leb wohl. So long.
Kai. Achso, der hat hier so ein. Da. Sorry. Karte. Das war Schwarzzweig. Und ich will nach da. Aber ich würde gern das hier noch mitnehmen. Das ist schon, warum sie abschließen, wenn ich komme. Das war ein harter Schlag. Jetzt Eye of the Tiger. Monsternest. Für mich schaffbares Monsternest oder ein ich sollte mich verpissen? Ja. Ich sollte mich eigentlich verpissen, aber ich bin ja doof, Monsternest. Au. Auf zu zappeln. Drei Ghule. Was haben die jetzt bewacht? Was ist das? Asche. Okay. Fünf Ghule. Sechs Ghule. Oh oh. Ich wollte nicht zu nah an diese explodierenden Fässer. So. Mich beim Luffy gestört. Nur Melina Langschwert, wunderbar, Rubin. Ghoulnest. Oder just destroy it. Machen wir. Daneben ist auch noch eine Küste. Und noch ein Ghoul. Waffenreparaturset, Pferdenhandschuhe, Drachentraum, sehr schön. Signier noch. Noch ein toter Ghoul. Und hier zwischen den Fässern ist auch noch einer. Was ich nur kurz mache, nur um sicher zu gehen, ist, ich meditiere hier eine Stunde. Ups, und 2 Stunden. Und nee, okay, ist leer. Ich dachte, manchmal kommt dann noch so ein Monster und dann kann man das töten. Und dann ist es erst abgeschlossen. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Oh, Weltkarte. Das Haus würde ich mir auf dem Weg gerne angucken.
Ja, was seid ihr denn für welche? So einfach so, mitten im Nichts, ohne Lager? Warum waren die hier? Was haben die? Die haben diese Blume bewacht. Nein, ich habe keine Ahnung. Waren wohl einfach da. Was ist das für ein Haus? Don't give milk. And we... Miss! Cows are wheezing. Oh. Won't rise from the barn floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger. Or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn. Thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. A thousand thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. She's in a funny mood. We'd best come back on the morrow. Watch what you say. She's quick to ire, apt to take revenge. Yeah, okay. Macht's gut. Bitch is in a proper fury. Needs a man. Ja, das ist typisch Männergebrabbel. Dass sie alle, der auf den Sack geht, kommt natürlich nicht her. Zahnrübe. So. Also, ne, steht ja sowieso FSK 18 und so und ja. Ich muss mir das mal merken, dass ich beim Hochladen das Video auf Dings stelle. Ja, Kira. Ordinary ointment. Nothing special. Nix für mich. Was ist das? Rezept für schwarzen Kajal. Erstmal klauen. Schwarzer Kajal im Handumdrehen. Stehen keine professionellen Produkte zur Verfügung, kann man schwarzen Kajal aus zerstoßener medizinischer Kohle herstellen, die mit frischem, Ausrufezeichen, Eigelb vermischt und mit etwas Lavendelöl versetzt wird. Damit es wahrscheinlich besser riecht. Um die Schadstoffe fernzuhalten. Man lagere den Kajal etwa 3 Tage lang an einem kühlen Ort und stelle dann eine neue Portion her, da die alte gewiss verdorben ist. Die übrige medizinische Kohle nehme man zu sich, sie kann einem nur gut. Sorry. Adalbert Kermitz, erste Karte. Als ich unter Anleitung von Professor Slavko Artimstein durchführte, als die Studien unter der Anleitung von Professor Slavko Artimstein durchführte, stieß ich auf 4 Orte, an denen Gravuren mit dem Symbol der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind sämtlich identisch mit dem Piktogramm, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe sie auf dieser Karte eingezeichnet. Adalbert Kermit, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Oxford. Es sind mehr Orte mit dem Piktogramm des Katzenkopfs markiert, als wir vermutet hatten. Jedes einzelne Piktogramm ist identisch
Mit dem einen, das wir in der Höhle unter den Tempelinseln in Novigrad gefunden haben. Ich habe die Position auf dieser Karte eingetragen. Hat er toll gemacht.